Welcome back to Black Hands Let's Play Dead Space. Das ist doch mal was anderes gewesen, oder? Wir haben gerade eine Meldung von Nicole gekriegt und die will, dass wir sie wieder ganz machen. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass sie von ganz machen spricht. Ich frage mich langsam, was damit gemeint ist. Ganz machen. Naja, wir machen weiter. Wir haben eine Werkbank. Juhu! Ihr wisst, was das heißt. Wir können wieder was aufrüsten. Und ich habe das gesagt, glaube ich, dass wir erstmal auf das Tempo kommen wollen. Aber dazu gehen wir erstmal auf Nachladen. Und beim nächsten Mal können wir auf das Tempo. Hoffe ich. Oder? Ja. Wir haben gerade noch die Nachladegeschwindigkeit verringert. Was sehr praktisch im Nahkampf ist. Dann ist man wieder schneller bereit für alles. So, wir haben hier eine Tafel und die aktivieren wir jetzt für die Aufzüge. Atrium-Aufzüge sind jetzt online. Aufgabe hinzugefügt. So, aber ich gehe jetzt speichern, weil wir haben den dicken Klops hier. Ja, niedergestreckt trifft's wohl. So. Und ich weise euch nochmal auf diese Aussicht drauf hin. Ist das nicht geil? Vom All aus auf den Planeten zur Sonne. Ich finde das cool. Und meine Maus funktioniert wieder. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen sollen, weil gleich streikt sie wieder. So, wo müssen wir jetzt lang? Nach unten. Dazu nehmen wir den Aufzug auf der anderen Seite. Links, rechts, links, rechts. So, wenn wir von unten wieder nach oben sind, ist Schluss für heute. Weil, aus dem gleichen Grund wie gestern, ich muss noch selbst Let's Plays gucken. Ich bin ein riesiger Let's Play-Fan. www.lets-play.all-a.com. Wisst ihr Bescheid, ne? Dort findet ihr alles, was ihr finden wollt zu Let's Plays. Auch die Anleitung, wie ihr selbst eins gestalten könnt. Beziehungsweise aufnehmen und hier und da und keine Ahnung. Wir haben hier was. Wieso habe ich das noch nicht gefunden? Ein Videolog. Videolog. Aber ich... Okay, da hat gerade wer geschrien. Und ich gucke erstmal den Videolog an. Das ist Meuterei. Ich beschwichtige Sie alle der Meuterei. Kein Sorgen Sie dafür, dass Sie wieder zur Vernunft kommen. Beruhigen Sie sich, Ben. Haltet ihn fest. Nach Artikel 5469 des Marinerechts erkläre ich hiermit Captain Matthias für dienstuntauglich. Der Marker muss in die Kapelle gebracht werden. Terence, bitte! Es tut mir leid, Ben, aber ich kann Sie das nicht tun lassen. Verräter! Ketzer! Haltet seinen Kopf! Mörder! Haltet ihn fest! Er ist tot. Sie haben ihn umgebracht, Doktor. Nein, es war ein Unfall. Ich muss ihn doch aufhalten. Nehmt ihn, Doktor, fest. Also ganz ehrlich, das war mal eine ziemlich öde Einlage. Das passiert ja auch mal eben so. Und wenn jemand festgehalten wird und weg will, dann rüttelt er sich wie so eine zierliche Frau. Oh, ich bin ja so schwach. Der reißt doch dann sich los, oder? Das ist total sinnlos. Ich meine, das war ein alter Sack, aber der hat doch trotzdem noch Kraft, oder? Naja, wo ich gerade drauf hinkommen wollte, ich habe mitgekriegt, ich habe letztes Mal von dem Comicfilm hierzu erzählt, so Dead Space, und ich habe mitgekriegt, es gibt auch ein Spiel, der so, ein Film in der Spielgrafik. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber ich habe Ausschnitte davon gelesen im Web. Wenn das wahr ist, könnt ihr mal reingucken, vielleicht gefällt er euch, ich werde mich auch mal schlau machen, ob es den gibt. Ich werde ihn auch sehen, aber ich werde bestimmt nicht daraus spoilern. So, was haben wir hier? Ein Schema, Laserkanone. Sehr gute Waffe, aber für uns nutzlos. Öffnen. Der ist tot. Der ist nicht tot. Wieso ist der nicht tot? Das finde ich jetzt... Ah, Stasisstation, das heißt, wir können Stase benutzen. Ja, unsere Stase ist leer. Aber da komme ich nicht vorbei, das ist doch alles scheiße hier. Und meine Maus hackt wieder... Und Stase. Der hat nichts fallen gelassen. Das ist ein wunderbarer Gegner. Stase-Pack.
Whipperklingen. Ah, und meine Maus. Ey, ich gehe hier dreimal über den Schreibtisch und der bewegt sich minimal. Was ist denn das? Hallo. Ich meine, geht's noch? Ich brauche eine neue Maus oder ich muss mal gucken, ob hier irgendwie... Offenbar funktioniert ein Teil der Schwerkraftplatten nicht mehr, Isaac. Halte die Augen offen, ob du irgendwelche Verzerrungen siehst, die von unten kommen. Die könnten gefährlich sein. Ich soll auf die Schwerkraftplatten für die Schwerkraftplatten Ausschau halten. So, und ich sollte wahrscheinlich gleich mal Dead Space neu starten beim nächsten Video, damit die Maus wieder richtig funktioniert. Ich finde das nämlich scheiße so. Wow, 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 ich höre Schreien. Was kann das bloß sein? Ja, ein Schuss. Wie gut, dass ich gerade... Ja, null Schuss. 25 Schuss, ja, geht gerade noch. Was haben wir hier? Impulsmunition. Boah, dreh die Farbe. Nee, das sage ich jetzt nicht, Kamera. Das ist doch scheiße. Meins Menü. Wieder raus. Das gibt's doch nicht. Jetzt geht wieder alles. Das. Und jetzt? Boah. Nee, also. Was ein Service. Auf jeden Fall mache ich den Schnitt und gucke, dass ich die Maus wieder zum Laufen bringe, weil so kann ich nicht spielen. Das ist scheiße. Ich fluch dann nur rum. Und Schnitt. Ja, es geht weiter. Mir ist gerade eingefallen, wenn ich jetzt schneide, bin ich wieder beim letzten Speicherpunkt. Ich kann hier nicht schneiden und muss das zu Ende bringen. Wow, geh weg. Einen Schuss habe ich noch. Treffer. Perfekt. Ach ja, ich habe gerade eben gesehen, kurz vorm Schneiden, da oben klebt Munition. So. Damit ihr Bescheid wisst, wenn wir da ranspringen, landen wir da oben in Einzelteilen. Finde ich ein bisschen sinnlos, aber wen stört's? Strahlmunition. Boah, das ist so eine scheiß Maus gerade. Ihr glaubt es gar nicht. Hallo, wer bist du? Ich gehe nochmal zurück, weil sonst überrascht er mich gleich auf meinen Rückweg. Töte ich den lieber jetzt. Komm her, du. Ja, ja. Das gibt's doch nicht. Du scheiß Drecksvieh. Und Medikit. Also. Ja, das. Boah, ich hab keinen Bock mehr mit der Maus. Ja, das ist jetzt kacke gelaufen. Ich bin gerade am Überlegen, wie mache ich das? Ich habe 3 Videos. Wenn das hier das vierte ist jetzt. Obwohl, hier ist Checkpoint. Ich mach weiter. Ich quäle mich. Nee, das geht nicht mit der Maus. Ich gucke, ob hier unten ein Speicherpunkt war. Wenn nicht, mache ich hier Schnitt und lad beim nächsten Mal. Da war ein Speicherpunkt. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich das jetzt noch richten kann. Dann mache ich als Entschädigung direkt eine neue Folge. Wenn nicht, dann nicht. Bis später.